Willkommen zurück bei State of Decay. Wie ich beim letzten Mal gesagt habe, wird es halt ein bisschen Zeit dauern, bis jetzt hier neue Quests verfügbar sind, weil jetzt haben wir hier einmal einen Freund in Not, hier haben wir einen Freund in Not und da können wir das dann halt auch machen. Was wir vorher machen ist, wir wechseln halt wieder zu Markus, weil das ist nach wie vor halt unser bester Charakter, den wir hoffentlich nicht so einfach verlieren durch irgendeinen Mist. Hier muss ich den halt nur wieder suchen. Jetzt geht das Gesuche nach einer Person wieder los. Es ist ja nicht wahr. Aber naja, was muss, das muss. So. Hallo? Keiner da. Wo ist denn der jetzt? Das ist nicht Markus, ne? Ne, Jacob Ritter. Fast das gleiche. Aber irgendwie auch nicht. Ja, jetzt geht das Gesuche wieder los. Ah, naja, gehört halt irgendwie mit dazu, dass man halt die Leute suchen muss, ne? Damit man sie fragen kann: Hey, kannst du mal übernehmen? Hey. Hey, listen, hey. Finde auch gut, das ist voll die sichere Lagerhalle, wenn hier so ein Tor einfach mal die ganze Zeit offen ist. Da kommt irgendwie ein Super-Zombie an. Hallo? Was macht denn der hier? Wir hatten den reingelassen. Hast du das? Finde ich nicht gut. Gut, aber wo ist denn der jetzt? Oder ist es einer von den Überlebenden, die ich jetzt retten soll? Das kann natürlich auch sein. Kann es mir nicht vorstellen, aber es ist im Bereich des Möglichen. Hm. Na gut. Dann machen wir mal eben schnell die Überlebenden retten und dann mal gucken. Was ich mich auch frage ist, wir hatten noch hier die Quests hier herausfinden über Beckers Vergangenheit und sowas. Wo wir erfahren haben, ach Mensch, ja, die geht ja auf den Strich oder ging auf den Strich und sowas. Da haben wir auch nichts mehr von gehört, ne, von denen. Das war ja irgendwie, fertig und gut ist, oder was? Hallo? Hallo? Ja, ich bin ja da, ich bin ja da, ich bin ja da. Ja, da kommt natürlich gleich auch eine Horde an. Ja, natürlich. Natürlich. Bams. So. Abhauen, bevor hier, ne? Die Horde hier noch kommt. Horde per Hand bekämpfen ist halt immer eine Ecke gefährlicher als mit dem Auto. Schön, dass er mir davon erzählt hat. So, dann gehe ich eben schnell die anderen Überlebenden retten. Und dann mal gucken. Das wird schon. Hoffe ich, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Muss ich nur gleich wieder gucken, wo der jetzt genau war. Der ist da. Dann fahren wir da doch mal eben schnell hin. Ist ja fast um die Ecke hier. Ist ja alles zum Glück halbwegs nah dran. Nicht so, dass es da irgendwo bei der Kirche ist oder sowas. So, warte. Rückwärts fahren ist für mich, ne? Ne. Einmal. Dann du hier nochmal. Zack. Und auch weg. Sehr schön. So, Maxi, was geht hier drin ab? Ich will auch Party haben. Party hart. Aber hier ist nicht Markus. Warum nicht? Wir haben noch eine Zombie-Horde. Ah, ne, das ist noch dieselbe wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich dieselbe. Ja, ach komm, Ed. Immer dasselbe mit dem. Immer dasselbe. Zack. Komm, hau ihn um. Genau. Das ist noch der eine. Besser als der andere. Okay. Och komm, ernsthaft. So,
Können wir jetzt wieder gehen, ja? Wird auch Zeit. Wo ist er? Wie ist das erledigt oder was? Okay. Was ich nochmal gucken wollte, ist hier, wir haben ja... Alles an Ressourcen ist da, bis auf Baumaterialien. Baumaterialien haben wir nicht mehr. Dann würde ich jetzt eigentlich gerne theoretisch gucken, wo kriege ich denn hier so Baumaterialien mal her. Wahrscheinlich hier aus so einem Lager oder sowas. Die sind wir da mal eben schnell hin. Und erstellen dann nochmal so den letzten Außenposten, den wir noch erstellen können. Und haben dann, so wie ich das verstanden habe, eine Generation von Baumaterialien so über Zeit. Was ja nicht so verkehrt wäre. Aber abwarten. Abwarten und Kakao trinken. Hallo. Tolle Tür, ne? Tolle Tür. Offizieller Parkplatz, hier parke ich so. Dann schauen wir hier doch mal rein. Hallo? Na, draußen. Hallo? So. Einfach mal, ne? Zumachen. So, und schauen wir mal, was haben wir denn hier drin? Ein Molotow, eine Mine, wir haben alle Wegen. Hier haben wir wahrscheinlich Waffen und sowas. Könnt ihr mir vorstellen? Munition. Was haben wir hier? Man muss ja mal gucken. Wir haben so lange schon nicht mehr geguckt. Benzinressource. Und hier haben wir... Ja gut. Da stellen wir wenigstens hier mal sowas. Außenposten. Achso. Hallo. Ja, komm her. So, dann hier die Zombies, die auf der anderen Seite sind vielleicht nochmal. Nur um sicher zu gehen und sowas. Man weiß ja, wie das ist. Hallo. Schön, dass du hier bist. Es ist zwar kein Außenposten mit Baumaterialien, aber gut. Was soll's. Ne? So. Okay. Haben wir einen weiteren Außenposten. Dann... Nehmen wir unser Auto wieder. Und dann fahren wir tatsächlich mal hier zu Becky und Co. Und einfach mal gucken, was da so abgeht, falls da was abgeht. Wo habe ich denn jetzt geparkt? Da hinten habe ich geparkt. Da hinten, wo der Zombie auf mich wartet. Was auch immer das für einer ist. Also angeblich soll ich ein Zombie sein, ich weiß nicht ganz wo. Ach, da in der Wand. Ah, okay. Sind nur die besten Zombies, die einfach in irgendeiner Wand sind. Das heißt, wir fahren jetzt da geradeaus, da dann raus, okay. Einfach mal hinfahren, mal gucken. Vielleicht haben die ja irgendwie eine Quest, was man dann wieder nicht mitkriegt. Weil so eine Quest ist, die startet, wenn hier, ne? Wenn man dann reingeht oder so, ich weiß ja nicht. Einfach mal gucken. Brumm, brumm, brumm. Ich muss abbiegen. I know it's difficult, but we must insist that you do not bury any of your reanimated loved ones, even after they've been destroyed. The effects on the local ecosystem could be unprecedented. To properly dispose of the reanimated, wrap the corpses in heavy-duty plastic trash bags and leave them on the street. Patrols will collect any such remains and deliver them to the army for autopsy. Nee, mein, irgendwer da ist da untersucht. Ja, ihr seid tolle Zombies. Hier, komm, geh weg. So, hier. Das waren doch grundsätzlich sehr nette Leute. Schauen wir mal. Hallo? Guten Tag. Ah. So, is there anything you want to tell me?
Huh? About what? I don't know. Maybe about how you used to be a truck stop hooker? What? How did you... That's not important. Is it true? Yes. Okay, it's true. Are you happy now? Damn it, Becca. When were you gonna tell me this? I wasn't going to tell anyone. Jesus, dude, I was trying to start over. Really? So then what happened between us? Was that real? Or were you just having a relapse? Oh, fuck you! I need some time to think about this. I'm going out. Quentin, wait! Don't come after me. Ja, da ist er ganz schön angepisst. Ich find schön, wie die anderen hier so rumstehen und dass die so überhaupt gar nicht interessiert. Willst du darüber reden? Hat jetzt hier jemand eine Quest oder sowas? Nee. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass jetzt halt irgendwann eine Quest kommt von wegen, suche Quentin oder sowas. Achso. Aber jetzt? Jetzt habe ich wieder nichts, ne? Wenn ich nichts habe, ist natürlich schlecht. Ich kann natürlich hier nach Baumaterialien suchen. Zwar deren Lager, aber scheiß drauf. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Ihr habt auch das sicherste Lager von allen. Oder auch nicht. Da ist was zum Durchsuchen. Gehen wir doch mal hin. An die guten Spinde. Auch wenn du von der anderen Seite der Wand eigentlich ein Zombie ist, aber ist ja egal. Aha, aha, aha. Nehme ich mal einfach mit. Ne, die Türen kriege ich nicht auf. Hallo? Wo kommen ihr jetzt her? Aus Zombiehausen, bitte sehr. Grö, 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 grö. Da komme ich nicht rein. Zumindest nicht von hier aus. Ja, humpel doch hier nicht rum. Müh dich nicht ab. Geh doch nach Hause. Ist doch wahr. Aha. Jage einen Zombie in Schutzweste. Das kann ich. Nee, das kann ich nicht durchsuchen, aber das hier. Und dann jagen wir einen Zombie in eine Schutzweste. Ein kleiner Rucksack, ja, pff, könnte behalten. Im Ernst, könnte behalten. Ja, ist ein tolles Auto, ne? Hättest du auch gern. Nee, zwar nicht, ist aber dein Auto, als du noch lebtest. Ist mir dann egal. Oh, das war die Kante, die ich mitgenommen habe. Das war der Pfosten, den ich mitgenommen habe. Da finde ich gleich erstmal eine Stoßstange. So, wo muss ich denn da genau hin? Ach, nach da hin schon wieder. Das schöne Alleeviertel hier. Ups, ich kann das erklären. Oder auch nicht. Hückeli-duckeli. Dann wollen wir mal. Mal gucken, ob wir da überhaupt irgendwie jemanden haben, ne? Der vernünftig hier das Wort Zombie-Jagd gehen möchte. Da hätten wir einen. Ich habe schon erledigt die Quest. Eigentlich. Aber wir hatten ja den Typen nicht dabei. Oh, was willst du denn? So. Meine Güte. Hallo? Hallo? Legen wir los. Ja, Zombies hier, Zombies da, Zombies überall. Sie sind überall. Hallo? Da ist er auch gleich, das finde ich super. Und dann können wir gehen. Oder müssen wir noch weitere... Wir müssen noch weitere. Okay. Hallo? Got it. You give people hope. I admire that. I'm done here.
Gut, dann können wir wieder gehen. Easy. Wollten sie tatsächlich, dass wir zwei töten? Ich glaube, es hackt. Es kostet extra, das wisst ihr, ne? Das Windows wisst ihr. So. Ja, ja. Ganz viele tolle Zombies. Es ist halt aber immer noch so die Frage, wo soll ich jetzt hin? Wir fahren nochmal nach Hause, gucken, ob Markus da irgendwo ist. Weil mit dem, ganz ehrlich, spiele ich irgendwie lieber. Weil er halt besser geskillt ist, sozusagen. Der macht meine Skillfreiheit und macht er einfach wieder wett, ne? Ach, siehste, da hängt er jetzt rum. Hallo, übernimm mal. So. Wir haben auch noch Munition und alles, das ist alles ganz töfte. Dann warten wir jetzt eigentlich nur auf eine Mission. Dann mit der Mission ist im Moment so ein bisschen, ne? Hält sich so in Grenzen. Wir haben ja keine Bedrohung, es gibt keine Infektionsherde, gar nichts. So auf Ressourcensuche, wir müssen jetzt keine Baumaterialien suchen, weil wir müssen ja nichts mehr bauen. Von daher ist das unsinnig so ein bisschen. Wir können keine weitere Bevölkerung hier ergattern, weil es gibt niemanden zurzeit. Der nach einem Hilferuf aus ist und sowas. Das ist so ein bisschen... Es ist jetzt so eine gewisse Wartezeit. Da bin ich am überlegen, warte ich diese Wartezeit jetzt einfach mal ab und mache hier auf einer Pause. Das können wir tatsächlich machen. Ne, weil so jetzt herumdoktern und Materialien suchen, das sehe ich jetzt ganz ehrlich ein bisschen unsinnig. Besonders bei unseren Mengen an Leben und Medikamenten, Munition ist auch eigentlich okay. Baumaterialien brauchen wir nicht. Ne, deswegen mache ich hier ein kleines Aufnahmepäuschen und warte auf die weiteren Quests. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.